miteinander, ich möchte euch das klassische Schlagwerk ein bisschen zeigen. Angefangen hat es mit dem riesigen Instrument da hinten, mit dem Marimbaphon. Es ist aus Holz, es hat Holzklangplatten und gehört zu den gestimmten Instrumenten. Gestimmt heisst, man hat verschiedene Tonhöhen, so wie bei einem Klavier auch. Das riesige Instrument aber auch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester dazu, das ist das Xylophon. Das einzige Wort, das man in der Schule lernt und mit X anfängt. Das Xylophon, genau. Dann gibt es aber auch andere Instrumente, die nicht Holzklangplatten, sondern Metallklangplatten. Zu denen gehören zum Beispiel das Glockenspiel oder auch das Vibraphon. Mit denen können wir beide längere Töne machen. Also längere Töne als mit dem Holz. Genau, was vor allem im Orchester, aber auch in der Brassband, in den sonstigen Musikvereinen wichtiger Bestandteil noch ist, das sind Kesselpauken, das Timpani. Speziell bei denen ist sicher, dass man ziemlich schnell, ohne dass man alle Schrauben umstellen muss, die Tonhöhe vom Instrument kann verstellen. Das funktioniert dann so, wenn man das Pedal unten bedient. Genau. Jetzt würde ich mal sagen, hören wir mal rein, wie all die Instrumente miteinander tönen.